Kommt mir es nur so vor, oder ist unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, wenn wir schleichen? Doch, die ist definitiv erhöht. So, da oben irgendwo. Auf diesen einen Berg. Aber... Lecco mio, auf diesen einen Berg. Da auf dem Berg waren wir auch noch gar nicht, aber... Ja. Here we go. I'm dead, Happy. Whoa. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Ich weiß nicht, warum ich immer gedrückt halte. Ich glaube, wir schaffen es. Ja, nice. Ja, nice. Geschafft. So, und hier war jetzt irgendwo diese Truhe. Wo? Keine Ahnung. Irgendwo hier an den... Oder war das... Das waren doch nicht nur diese Juwelen, oder? Ich habe doch eine rote Truhe gesehen, oder nicht? Waren das nur die Juwelen? Oh, das wäre so bitter. Ich habe mir jetzt so Mühe gegeben. Ich glaube, das waren nur die Juwelen, oder? Ich glaube, waren das nur Juwelen? Das sah aus wie eine rote Truhe. Oh, Scheiße. Das würde aber genau vom Platz hier hinhauen. Scheiße. Ach Mann, Kacke. Ach Scheiße, und ich dachte, das wäre eine Truhe. Kacke. Kaka. Kaka-Pupa. Scheiße. Ja, ja. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben enttargetet bin, Alter? Oh, ein Schatz. Where could that be? Huh? Hey, it's close. Wo? Hey, it's close. Hab mich doch gerade angeblinkst. Du bist aber fies, wenn das im Wasser ist, ist es aber auch richtig fies. So. Am Strand drüben, wa? Ja, am Strand drüben, natürlich. Man hätte sich fast denken können, aber naja. Nummer 8. Na, 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 na. Ah ja, der Rest kann ja nicht mit hierher kommen. Yes. Irgendeine Meerjungfrau. Bestimmt auch noch eine Aufgabe. Mache so und so viele Überraschungsangriffe. Garantiert. Ja, ja. Wir sind voll aufgerüstet. Die können uns gar nichts. So. Irgendwie da rüber und dann mit dem Flugding zu dem anderen Ding. Und dann gucken, wo wir da rumdingsen. Ach, ich liebe diese Fähigkeit. Danke für die Medaille.
Wir gehen sogar richtig. Not too far. Where could that be? Huh? Hey, it's close. Da ganz oben? Oh Gott, ich sehe. Ja, ihr dreht durch. Ihr flippt total aus, Mädels. Hey, it's close. Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade für ein Problem habt oder stresst, wenn die ständig aufplumpen. Alter Finne. Das ist irgendwo oben oder eine Ebene höher oder sowas. Aber wenn die ständig nur aufplumpen, kriege ich... Oh, cool. Eine Goldmedaille nehme ich gerne mit. Okay, die haben gerade ein Aufploppungsproblem. Und ich muss niesen. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also dieses Aufploppen stresst aber gerade richtig. Was habt ihr für ein Problem? Uiuiui. In die Mitte hauen. Wir werden gerade nicht angegriffen und wir haben, glaube ich, 2 aufgeladen. Wobei wir eigentlich uns selber buffen sollten damit. Wenn wir einen über haben, sollten wir uns selber eigentlich buffen. Was ist das? Da ist... Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen, aber... Aber ich muss da mal runter. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Oh, okay. Wir haben irgendeine geheime Oase gefunden. Metallschleim. Oh, okay. Wir haben eine geheime Oase gefunden. Cool. Ein Metallschleimparadies. Oder ein Schleimparadies. Keine Ahnung. Metallschleime sind wir ja eigentlich hier nirgendwo. Auf dem Weg. Hey, it's close. Okay, das sieht super creepy aus. Wow. Wie macht das? Darf ich jetzt endlich mal meine Treasures hier machen? Was macht ihr denn die ganze Zeit? Oh mein Gott, das ist eine geheime, friedliche Schleimoase und ihr müsst alles töten, was ihr seht? Okay, wir müssen erstmal alles töten, was hier ist. Wirklich alles. Wir müssen tatsächlich alles töten, was hier ist. Weil unsere Monster beruhigen sich nicht. Die beruhigen sich einfach nicht. Die können sich nicht beruhigen, wenn noch irgendwo Leben auf der Welt ist. Das können sie nicht. Das können die ab. Da dreht sie auf. Die müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr denken, aber gut. Ob wir hier, ob das hier unten ist. Ja. Müssen wir gucken, wo sie das meinen. Aber ich glaube, da oben war. Hundertprozentig da oben. Hundertprozentig da oben. Hundertprozentig da. Hundertprozentig da. Hundertprozentig da oben und man kommt nicht hin. Es sei denn, man fällt von oben. Cool. Wir haben nie Glück. Warum haben wir nie Glück?
Ich gehe weiter Leute töten. Es lohnt sich ja scheinbar nicht. Ja, lass sie doch. Sehr gut. Angelika, du hast deinen Treasure gedroppt, das ist nicht schön. Oder Albrecht, oder keine Ahnung wer. Jetzt haben wir hier sowas Secret-mäßiges, weißt du? Und es ist nichts da, was wir machen können. Es ist nichts da, was wir machen können. Das ist super gemein. Ich weiß auch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Da ist noch vielleicht ein Weg. Ein Weg? Nö. Okay, ich weiß noch nicht, wie wir hier rauskommen. Wie oft wir gegen die schon gekämpft haben. Das ist ja unmöglich. Sehr schön. Goldmedaille. Ja, Ork-Häuptling-Medaille und wie auch immer. Die haben einen Schatz für uns und genau diesen Schatz brauchen wir. Nice. Oh, geil. Oh, richtig cool. Richtig gut. Richtig Glück gehabt. Die wollen mich wieder nur dahin schicken, ne? Ja. Aber ich wollte immer noch wissen, wie ich rauskomme wieder. Ich meine, da sind Wirbel und Flug und so, aber ich kann nicht fliegen. Beziehungsweise, ich kann fliegen, aber ich bin unten am Boden. Oh, eine Kiste. Dicke Kumpelkugel. Ist das was Neues oder? Ist immer noch der Stein. Immer noch der Stein. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, ehrlich gesagt. Naja, ich weiß. Mobbt mich deswegen nicht. Da vorne vielleicht? Also wenn wir jetzt da so hintergehen. Es muss ja irgendwo auch einen offiziellen Weg nach oben gehen, oder? Also irgendwie so ein bisschen Weg wenigstens. Hier sieht es schon mal aus, als ob es nach oben geht. Und dadurch, dass wir den Smaragd Schleimkönig besiegt haben und seinen Schatz bekommen haben, haben wir die Aufgabe von der Katze auch fertig. Okay. Hochhüpfen wird nichts. Rüber zu den Wasserfällen? Aber was dann? Ich würde mich beinahe darüber werfen lassen. Weißt du? Ich glaube, so ist besser. Und dann lassen wir uns weitertragen bis hierhin. Hier ist ein. Hä? Waren wir hier schon mal? Alte Runen wurden das. Aber ey. Waren wir hier schon mal? Der Gabe, die Schätze der mächtigen Drachen aufzuspüren, wurde mit dem Wolkenkompass eine Gestalt gegeben. Dieses Gerät weist den Weg zum größten aller Schätze. Finde Monument. Haben wir hier noch eine Aufgabe? Das ist mich ein bisschen perplex. Eine Aufgabe? Finde das Monument. Ja? Hey, it's close.
Guck mal, von da an wären wir dann auch wieder da vorne rausgekommen. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Wir teleportieren uns jetzt zurück, wa? Weil wir haben jetzt alle Schätze. Wir sind jetzt schatzvollzählig. Wir sind schatzvollzählig. Wir haben alles. Wir haben alles, was wir wollten. Ein Krug. Wir haben eigentlich alles, was wir wollten, tatsächlich. Aber wo hatten wir denn diese... Finde die... Wir hatten das noch nicht gefunden, aber... War das als Mission? Hey, nur noch 32 Stück. Ui. Was haben wir doch... Mit in der Nacht haben wir übrigens fertig. Das können wir fertig machen dann. Entfesse den Drachen. Setze das Tier in mir ein. Gut, das müssen wir noch machen. Das ist aber kein Problem. Ist das jetzt... Nee, das ist das eigentlich... Hä? Was ist das hier eigentlich für eine Aufgabe? Es ist alles als abgeschlossen. Habe ich irgendwas verpasst, oder... Notiert, notiert, notiert. Hä, habe ich... Müsste ja eigentlich fällt. Hä? Wir haben noch so ein Ding gefunden. Noch einen Ballon. Gibt's hier zufällig einen? Ja, weißt du was, wir hauen ab, bevor hier Action ist, hauen wir mal lieber ab. Nice, wir haben gut gefunden. Vor allem das hier unten. Dieses Secret. Für mich ist das ein Secret. Keine Ahnung. Weil ich durch ein Loch fallen musste und es ist in einer Wüste plötzlich grün wird in einer Höhle. Das ist für mich einfach Secret. Ja, die beiden hatte ich schon. Mist. Schade. Hey, ist das nicht das Nummernschild? Treue Karte. Der Hauptpreis für glückliche Tombola-Gewinner. Ich dachte an Jade, ne? Das ist nicht Jade. Maya. Die Statue einer fröhlichen Tänzerin, die mit ihren Schwestern durch die Welt reiste. Eine der Schwestern, oder was? Die Statue von Psaro. Die Statue eines talentierten Kriegers, der unglücklicherweise einen tiefen Hass gegen die Menschheit hegt. Unlucky. Okay, ihr seht aus. Statue blonder Zwillinge. Die Statue von Zwillingen, deren Schicksal vom Himmel bestimmt wurde. Wir haben keinen ikonisch, oder? Mist. Statue von Grakos. Die Statue eines mächtigen Monsters mysteriösen Ursprungs. Oh, ein ikonischer Krug. Na, das ist doch was. Gut, dass wir noch diesen anderen Schatz gefunden haben. Weil den haben wir nämlich aus dieser Höhle gerade geholt. Den Wasserkrug, den ikonischen Topf ohne Boden. Ein bemerkenswerter Behälter, der niemals voll wird. Egal, wie viel man hineingibt. Aber wenn ich... Kriege ich den dann irgendwann leer? 6 Millionen ist auch eigentlich bitter. Eigentlich sind 6 Millionen für ikonisch irgendwie schon bitter. Schon irgendwie bitter. Na gut. Irgendjemand hat wieder rumpoliert. 1,5. 20 Millionen schon. So. Na, greifen die uns jetzt immer an, oder was? Greifen die uns jetzt immer an. Treasure Forecast. Komm schon. Noch eine Riege.
Oh, dieser Umbra, ne? Warte. So. Schade, ich dachte, wir bleiben als Superheld. You mess with the wrong gang. Drei Millionen nochmal drauf. So, Teaminfo sagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben 41 Millionen gemacht. Naja, wir kommen ganz langsam näher. Ganz langsam. Wirklich langsam. Oh, doch neue Bewerber. Ich wollte gerade sagen, einen neuen Bewerber. Hadesire. Nee, Hadesire ist aber nicht der, der... Vollheilung. Ah, die andere kann halt Mittelheil oder mehr Heilung. Das ist wesentlich besser. So, Handelszentrum. Ich muss noch mal ganz kurz zwei Sachen verkaufen. Dinger brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch einfach nicht. Müssen wir es ja rein theoretisch geschafft haben, ne? Ups. Verkaufe Gegenstände, hä? Zählt das nicht als Gegenstand? Okay, müssen wir nochmal gucken gleich. Gruppe entsenden. Alle da? Alle da, nice. Irgendwas Interessantes? Nö. Wort der Weisheit, ätherischer Stein. Eine Medaille. Oh, eine Medaille finde ich gut. Nice, Alter. Ihr findet einfach mal eine ikonische Flöte? Okay, das ist nice. Das ist verdammt nice. Das ist aber, okay, das ist total nice, dass sie einfach mal eine ikonische Feenflöte finden. Das ist sehr nice. Eine Flöte, die von Feen einer längst vergessenen Zeit gefertigt wurde und deren Klang rein Herzen ruhiger schlagen lässt. Ich habe kein reines Herz. Alter, wie gut war das denn? Nice. Sehr schön. Gefällt mir. Bin fleudig erlegt. Müssen wir vielleicht dann immer auf 60 Minuten schicken, wa? Traumstein. Haben wir wohl schon. Ja. Stand da nicht gerade enormer Erfolg? Okay, so finden wir die ikonischen Dinge. Wir schicken einfach unsere Leute los. Wir haben ein ikonisches gelbes Spiegelei gefunden. Senkstein. Dieser Stein sieht aus, auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus. Doch berührt man ihn, verbrennt man sich die Finger. Nochmal fast 10 Millionen. Nice, danke. Cool. Wir müssen... Ich werde die jetzt immer losschicken. Aber heute nicht mehr. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Die Folgen mache habe ich schon extra ein bisschen länger gemacht, weil wir auch nicht mehr so viel tun. Nochmal 17 Millionen. Bin ich aber sehr zufrieden mit. Dafür, dass wir nichts getan haben? Schön. Sehr, sehr schön.
Jetzt hat das Verkaufen gezählt. Okay. Dann geben wir das noch schnell ab. Alter, das ist voll cool, dass das so... Ich glaube, beim nächsten Mal gehen wir wirklich mal unten in das Labyrinth rein, wa? Aber da finden wir keine Schätze und ich mag so gerne diese Schätze fangen. Oder jagen. Ich finde das total cool. Auch jetzt noch. Weiß ich nicht. Finde ich immer noch cool. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man zuguckt oder sowas. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Langeweile entsteht oder sowas. Aber ich persönlich finde das total cool, das zu machen hier. Ich finde, mir macht das Spaß. Mir macht das einfach Spaß. Sowas Simples wie Schätze sammeln macht mir Spaß. Vielleicht liegt es auch an der Dragon Quest Welt. Ich weiß es nicht, aber es macht mir Spaß. Es liegt daran, dass du die ganze Zeit die Dragon Quest Musik hörst. Sehr gut. Und somit haben wir auch wieder zwei Dinger bekommen. Zwei Chimärenflüge. Sehr gut, danke. Sei nicht böse. Na gut, dann sage ich jetzt aber mal Tschüss, wa? Oh, das hat sich voll gelohnt. Wir müssen nächstes Mal die unbedingt wieder wegschicken. Ich meine, zweimal ikonisch. Entweder hatten wir einfach nur mega Glück, oder? Wenn sie länger unterwegs sind, finden sie eher ikonisch. Dann haben wir vielleicht auch mehr Chancen, naja, 50 ikonische Schätze zu finden. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind noch 29. Das ist noch mehr als das Doppelte, als was wir jemals gefunden haben. Das ist schon happig. Es wäre halt cool, wenn wir das schaffen, weil es bestimmt ein anderes alternatives Ende gibt. Oder es gibt gar kein Ende und wir werden super enttäuscht sein. Ich weiß es nicht. Okay. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt aber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir, ja, ich weiß nicht, entweder das Labyrinth machen oder weiter Schätze suchen. Ich würde sagen, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich werde ja wohl schon vorher aufgenommen haben. Ich werde dann nicht 5 Minuten vorher aufnehmen. Deswegen da... Aber ihr könnt es trotzdem gerne reinschreiben und kann mich ja dran halten. Je nachdem, für was ich mich entschieden habe, können wir das dann ja auch machen. Wir brauchen immer noch einen Killer-Roboter. Dafür brauchen wir... Ja, entweder müssen wir nochmal zu den Killer-Robotern gehen oder wir müssen... Oder wir müssen... Das auch immer, was er an Nahrungsmittel haben will, finden, mitnehmen, wie auch immer. Jetzt bin ich aber wirklich raus und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.